Aufstieg und Fall einer Börse, so könnte man das sagen. Naja gut, es ist nicht gleich die ganze Börse, die leiden muss, aber zumindest mal sehen wir, dass der Kurs, der gestern sehr schön nach oben noch gegangen ist, und zwar in diesen, ja sagen wir mal, klassischen Bereich, ihr erinnert euch, ich sage ja immer so gerne 38, 50, 61, 8, irgendwo in diese Kiste, wo das exakt ist, das lässt sich nicht zwingend jetzt an der Wahrscheinlichkeit festlegen. Natürlich ist dort, wo mehrere Widerstandslinien sind, zum Beispiel hier aus den vorangegangenen Hochs, durchaus eine Chance, die nächste Hoch wäre jetzt hier, Chance wäre hier gewesen, Tiefs und 50er Marke. Das lässt sich nicht immer so 100% sagen. Als grobe Daumenregel, ihr kennt das, das, was wir vorne haben, kriegen wir da hinten nochmal. Dann hat man so ungefähr eine Größenordnung, mit der wir rechnen müssen. Das hat er offensichtlich jetzt getan und naja, jetzt kippt er nach unten weg. Und das ist insofern gar nicht so unwichtig, denn bis dahin hätten wir noch zur Not sagen können, also wenn der Kurs einfach sowas macht, naja, wenn er jetzt hier einfach mal ein Päuschen macht, kann er doch noch weiter steigen. Ganz richtig. Aber dann müsste diese Pause korrektiv sein. Und ihr seht das hier auf der rechten Seite im Minuten- oder sagen wir 5-Minuten-Chart schon. Das ist eben alles andere als korrektiv. Im Gegenteil, man hat den Eindruck, dass es wieder steil runtergelaufen ist, dann korrektiv nach oben. Und anschließend ebenfalls wieder die Fortsetzung. Also, das Beispiel, dass der Kurs ja auch eine Chance hat nach oben, das hat der Kurs schon per se kaputt gemacht, indem es eben nicht korrektiv nach unten gegangen ist, sondern eben ganz klar impulsiv. Und dementsprechend sieht es so aus, dass die Aufwärtsrichtung damit fertig ist. Für all diejenigen, die jetzt heute Nachmittag live mal was am Markt machen wollen oder in den Abendstunden beispielsweise, wäre sicherlich nicht so schlecht, wenn wir hier schon eine Korrektur hatten, dass wir hier irgendwann, das kann jetzt sofort, das sieht so ein bisschen aus, ich mache es mal ein bisschen größer hier, dass das, was wir hier haben, sieht ja auch schon so ein bisschen so nach Pause aus. Das ist durchaus denkbar, dass das hier jetzt genau der Fall ist. Wenn wir dann sowas Ähnliches wie hier nochmal kriegen, hätte man sicherlich nochmal eine Chance, hier eine Fortsetzung nach unten nochmal zu vollziehen. Also das wäre etwas, was nicht so schlecht wäre. Es könnte dann in etwa so aussehen, also kurze Chance nochmal für nach unten hier. Und dann hätten wir wieder einen Schub nach unten und ihr erinnert euch, dann ist wieder doch die alte Regel, wir messen vom höchsten Punkt zum tiefsten Punkt Fibonacci-Marken und kriegen dann die Kiste hier. Die jetzt noch nicht so genau nehmen, also bitte jetzt nicht so genau hingucken, weil wir wissen ja noch nicht, wo dieser Punkt liegt, also dementsprechend können wir den jetzt nur so ungefähr verorten, halt einfach die Hälfte von dieser Abwärtsbewegung. Wenn er da wieder wackelig hingeht, dann wäre das abermals die Möglichkeit für die Shortseite. Vorläufig also sieht es so aus mit dieser starken Abwärtsbewegung, dass die Shortseite Trumpf ist, insbesondere wenn es wackelig oder ABC nach oben geht, gibt es im Kleinen, im ganz Kleinen, im Kleinen, aber später dann vielleicht dann auch wieder noch eine Nummer größer, die Chance, sich dann da eben entsprechend da mit einzuschalten. Das ist nicht nur beim S&P so, das ist natürlich auch beim Nasdaq so. Da seht ihr, dass wir eine ähnliche Situation haben, Schubbewegung runter, wackelig hier jetzt irgendwo, also eine grundsätzlich ähnliche Voraussetzung, ich deute das mal so in etwa an, damit ihr so eine Grobidee habt, es ist eine Grobidee, viele wünschen sich ja, sag doch mal die konkreten Daten, ja die weiß ich doch jetzt noch nicht, allerdings wenn sowas zu sehen ist, erkenne ich das, ja aber was wäre jetzt, wenn das so ist? Ja, jetzt müsst ihr euch überlegen, ob diese Korrektur wirklich passend ist zu dieser Korrektur. Wir sind dann sicherlich in einem anderen Modus. Im Gegenteil, wir sind dann dieser Gesamtbewegung hier ja wieder in die Mitte rein. Allerdings ist das dann hier mehr oder weniger dreiwellig, weshalb dann auch hier hinten wahrscheinlich eher was Dreiwelliges folgt. Aber auch dann ist das eine Korrektur nach oben und entsprechend die Fortsetzung nach unten. Das heißt, es sieht immer total unkonkret aus im Sinne von, ja, das ist, aber es führt doch in die gleiche Richtung. Es ist doch jetzt nicht, dass man deshalb sagen kann, ah, das ist jetzt was völlig anderes. Die Erwartungshaltung ist entsprechend gleich. Die würde sich auch hier beim Dow Jones nochmal zu sehen, natürlich genau das Gleiche in, ja, in schwarzbuchstäblich, nein, das Gleiche nochmal. Meine Idee würde sich aber schlagartig ändern, wenn wir hier nach oben eben nicht ABC unterwegs sind, wenn wir nach oben nicht wackelig unterwegs sind, wie die Beispiele, die ich eben gezeigt habe, sondern wenn wir jetzt eine starke Antwort kriegen. Das kann ich euch auch nicht vorhersagen. Das ist der Grund, warum ich auch hier nicht short gehen würde. Denn jederzeit kann sowas jetzt passieren und da wir jetzt so langsam auf diese Unterstützung hier auflaufen, müssen wir mehr oder weniger bald vielleicht sogar damit rechnen, dass der eine oder andere sagt, oh, dann lassen wir doch mal ein bisschen Zeit ins Land gehen. Und wenn jetzt die Bewegung aber so aussieht, also im Vergleich zu diesen beiden Mustern, das sind beides Korrekturmuster, beides aufwärts, aber eben korrektiv, weil dreiwellig, wenn es eher so aussieht oder alternativ, manchmal sieht das dann auch irgendwie so aus, hat natürlich auch Gegenbewegung, aber die Gegenbewegungen sind wieder voneinander entfernt.
Die kann ich nicht miteinander verwechseln. Die sehen ja nun wirklich ganz anders aus. Das ist wie bei Memory-Karten. Vergleich das Ding und dann sagt, nee, passt nicht. So, also wenn das passiert natürlich, dann hätten wir bei nächster Korrektur die Gelegenheit, nochmal long zu gehen. Und dabei ist es mir fast egal, ob das vorne so aussieht oder ob das vorne so aussieht. Das habe ich jetzt ein bisschen kürzer gezeichnet, aber ich denke, ihr kriegt raus, was ich meine damit. Das heißt, kriegen wir jetzt so einen steilen Anstieg, ja, dann würde ich sagen, vergiss das mit der Short-Seite. Vorrangig würde ich aber nach der wackeligen Aufwärtsseite suchen, denn es wäre in diesem Gesamtbild durchaus eben passend, wie ich es jetzt mehrfach gezeigt habe. Das ist beim DAX nicht groß anders. Hier der DAX-Index auf 15-Minuten-Basis. Wir hatten darüber gesprochen, da hatte ich noch gesagt, Mensch, das könnte noch ein Fünfweller sein. Wenn es schön wackelig runtergeht hier, aber es ist ja nicht so richtig wackelig runtergegangen. Im Gegenteil, es ist wackelig hochgegangen. Korrekturmodus habe ich es gestern noch gesagt, wie das aussieht. Also ist das eher etwas, was offensichtlich jetzt aus der aktuellen Sicht, naja, wohl doch die besseren Chancen nochmal nach unten hat. Also der deutsche Markt ist, was das angeht, auch nicht wirklich viel besser aufgestellt. Wir sehen das hier auch beim Future. Der ist natürlich ziemlich ähnlich wie der amerikanische Markt. Aber was erzähle ich euch? Tja, es ist immer das Gleiche, aber es ist eben auch dementsprechend leicht zu finden. So, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr damit ein bisschen was anfangen könnt, ihr eine grobe Idee habt, was ihr macht, dass aktuell wohl die Short-Seite überwiegt, wenn ich sage Short-Seite überwiegt. Ich habe ja schon angesprochen, wir sind so auf Unterstützungsbereiche aufgelaufen, da jetzt nicht so sehr, aber hier beim Dow hatten wir das, dass wir hier auf diese Niveaus jetzt aufkommen. Also es ist durchaus denkbar, dass die nächsten Stunden jetzt hier erstmal so ein bisschen wackelig hochgeht, wenn es wirklich wackelig wäre. Dann wäre es super für weitere Shorts, wenn es dann doch steil ist. Naja, ich habe es euch doch gerade aufgemalt. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.